Hey Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge von, keine Ahnung, ich nenne das Format jetzt einfach mal Ripples Packt aus, wo ich eure wunderbaren Fanpakete unboxen werde. Und dazu habe ich hier auch tatsächlich schon das erste Paket. Und zwar kommt das von dem guten Tiam. Und ja, das werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. So Leute, starten wir direkt mit dem Unboxing hier. Ich meine, hier werde ich wahrscheinlich wieder die Adresse und so zensieren müssen, weil da ist ja nicht nur die Adresse von meinem Paketfach drauf, sondern da ist natürlich auch die Privatadresse von Tiam drauf. Eins muss ich dir lassen, Tiam, du bist ja schon so ein schlauer Fuchs, denn, ich zeige euch das mal gleich, nachdem ich hier den Scheiß aufgemacht habe, ey, Tiam, was hast du denn hier gemacht? Das ist viel zu schwer aufzubekommen, Junge. Oh Mann, oh Mann. Ah, jetzt habe ich's. Okay. Der Typ ist ja schon so ein schlauer Fuchs, denn wenn man hier mal genauer guckt, er hat einfach die Spreadshirt-Schachtel genommen und die Spreadshirts-Logos überklebt. Also einfach die Sachen von meinem Merch hatte da genommen. Dieser schlaue Fuchs. So, und jetzt muss ich den ganzen Spaß hier wieder irgendwie auftrennen mit so einem Drecksmesser, das irgendwie nicht richtig schneiden kann oder Tiam hat es einfach zu gut zugeklebt. Irgendwie sowas in der Art zumindest. Oh, Alter! Okay, sieht gut aus. Dann schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Wie ihr mir was zuschicken könnt, toller Text bei Tiam. Holy shit, ich sehe hier, Alter, what the fuck. Toller Text bei Tiam. Oh, da sehe ich das Keks. Hey Raffi, ich bin's Tiam. Nachdem du krasser Boy ja jetzt ein Postfach hast, muss das ja auch genutzt werden. Deswegen schicke ich dir dieses Paket. Gleichzeitig soll es aber auch als nachträgliches Geburtstagsgeschenk dienen. Oh, vielen Dank. Im Paket sind drei Überraschungen drinnen und der Rest sind Süßigkeiten, Chips exklusiv aus Japan. Oh wow, okay. Kannst dann ein Video machen, wie du sie isst und bewertest, aber bitte nicht wieder so. Ich freue mich auf weitere Jahre mit der Community, mit freundlichen Soßen, Tiam. Alles klar, danke dir, Tiam. Freut mich. Okay, packen wir hier erstmal was aus. Hier haben wir irgendwie, okay, das sieht mir sehr zuckerhaltig aus, okay, hier sind Japanese Rice Cracker, okay, ja, muss ich alles definitiv probieren, dann hier Meiji Rich Matcha Biscuits. What the fuck? Grüne Soße innen drin. Was zum Teufel? Oh, das sieht gut aus. Die sehen, das sind irgendwelche japanischen Mickey Mouse Teile, aber die sehen relativ gut aus. Das könnte gut sein. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Erbsenchips? Oder so? Was zum Teufel? Sonderpreis. Wow. Okay, das sieht gut aus. Einfach Keks mit Schokolade. Und der Keks hat auch noch Schokoladengeschmack. Auch schön. So Choi. Okay, irgend so ein Riegel. Alles klar. Ey, voll geil. Ein Schlüsselanhänger als NES-Controller. Ey, wie cool ist das denn? Alter, warte mal. Oh. Ach komm, das muss so. Ah, da geht's auf. Hoppala. Ich wollte schon sagen, das muss hier irgendwie aufgehen. Alter, wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Nintendo Entertainment System. Alter, voll geil. Dankeschön. So, warte mal. Ich sehe ja hier noch was. Minecraft Big Fig Series.
Yo! Ja, moin, Alter! Wie geil ist das denn? Ey, warte mal. Welchen... Habe ich hier Steve drinnen? Ist das Steve? Ich weiß es nicht, aber... Wow, wie geil ist das denn? Das packe ich erstmal zur Seite. Das ist nämlich irgendwas Zerbrechliches, schätze ich. Alter! Guckt euch das mal an! Das ist Lego! Ist das jetzt Steve oder was ist das? Ja, wahrscheinlich, weil da Steve hinten drauf abgebildet ist. Ist das wahrscheinlich auch Steve. Ey, wie geil. Ich liebe Lego. Oh, Alter, wie geil ist das denn? Alter, das müssen wir noch zusammenbauen, Leute. Das müssen wir noch zusammenbauen. Packen wir das erstmal beiseite. Und schauen, was hier drinnen ist. Nein. Alter, was zum Teufel, Tiam? Holy shit. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Ne Zelda-Tasse, Alter. Yo. Alter. Guckt euch dieses wunderbare Stück hier an. The Legend of Zelda und hier noch das Triforce. Das Zelda-Logo. What the fuck? Ey, wie cool ist das denn? Vielen, vielen Dank, Tiam. Das ist voll geil. Okay, Leute, dann sind wir jetzt fertig. Ich habe hier wunderbar diesen Minecraft-Steve gebaut, wo man hier die Hand bewegen kann. Und dann danach noch hier diesen tollen Papageien, der auch richtig fresh aussieht. Vielen, vielen Dank, Tiam. Du hast mir ja nicht nur das geschickt, du hast mir ja eben auch diesen geilen Schlüsselanhänger in Form eines NES-Controllers geschickt. Und eben auch, hier ist sie, die wunderbare Zelda-Tasse, die auch richtig episch ist. Also vielen, vielen Dank, Tiam. Und dieses ganze japanische Zeug und so, da wird noch ein Video kommen. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was dieses japanische Zeug so kann. Aber für das Video soll es erstmal das jetzt gewesen sein. Wenn ihr mir auch was schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Niemand ist dazu verpflichtet, aber wenn ihr es machen wollt, wie gesagt, könnt ihr machen. Einfach
ja, mich anschreiben auf Discord, Twitter, Instagram oder was auch immer. Und dann kläre ich das mit euch ab. Und dann gebe ich euch die Adresse, wo ihr das Paket hinschicken sollt. Ja, also Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.